Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum zweiten Teil der Vorstellung der britischen schweren Kreuzer, die demnächst in unser Spiel kommen. Wie immer, meine Belehrung vorneweg, Work in Progress, alles was ihr hier hört und seht, ist subject to change, kann sich also jederzeit nochmal ändern, auch grundlegend ändern. Die Schiffe könnten theoretisch auch gar nicht ins Spiel kommen, kann alles passieren. Deswegen nehmt das nicht alles allzu ernst. Es soll eine Indikation sein, in welche Richtung die britischen schweren Kreuzer sich entwickeln könnten. Und ich möchte euch gleichzeitig einen Vergleich zu den leichten Kreuzern, die wir aktuell im Spiel haben, so ein bisschen anbieten und versuchen, die Unterschiede ein bisschen mit euch herauszuarbeiten. Geht weiter, also wie gesagt, mit T8. Wenn ihr T5 bis T7 sehen wollt, schaut einfach das Video von vorher an. Verlinke ich euch natürlich auch wieder am Ende dieses Videos. Also, wir sind hier bei der Bedford. T8 ist schon mal wieder typisch britisch. Wir haben hier diese eckige Brücke und so. Also, ich finde, man erkennt sofort, dass das ein britischer Kreuzer sein soll. Wie sehen die Werte aus? Trefferpunkte 43.800 mit 25 mm Grundpanzerung. Das ist schon mal interessant. Overmatch möglich ab 358 mm Kaliber. Ne? Also eine Duke of York kommt da nicht durch mit AP. Die würde abprallen im besten Fall. Also, was heißt, sie würde abprallen? Sie kommt natürlich dadurch, aber wenn ihr euch im günstigen Winkel hinstellt, dann können sie eben abprallen. Es findet kein Overmatch statt. Ne? Wir haben dazu im Vergleich, hat die Edinburgh 36.400 Trefferpunkte. Also nur mal, damit ihr so ein bisschen einstufen könnt. Hauptbatterie, 3 Türme, 3 Rohre, 203 mm. Die Edinburgh hat 4 Türme, 3 Rohre, 152. Wir schießen hier 15,7 km weit. Die Edinburgh ist bei 15,4. Wir haben HE-Granaten, Brandwahrscheinlichkeit 15%. Da zieht sich so die ganze Zeit eigentlich durch den Baum so durch. Das sind immer so zwischen 14 und 15%. 2850 ist der Alpha-Damage. Zur Pen kann ich nichts sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Viertel, ein Sechstel Pen ist. Und dann haben wir HE und AP, Anfangsgeschwindigkeit. Da hatten wir ja mal 844 Meter und 814 Meter, das wechselt immer so ein bisschen. Hier sind es wieder die langsameren Granaten mit 814 Meter pro Sekunde, aber identisch zwischen HAP und HE. Nachladezeit 11 Sekunden, Türme wieder üblicherweise ein Ticken langsam, 22,5 Sekunden, 141 maximale horizontale Streuung bei einem Sigma von 2,0. Wir haben hier Torpedowerfer dabei, zwei Werfer an jeder Seite ein, mit jeweils vier Torpedos, die ihr da abwerfen könnt in Summe. 15.533 Alpha Damage, 10 km Reichweite. Das scheint mir soweit identisch zu sein mit dem, was wir schon bei der Edinburgh haben. Und dann haben wir eine Nachladezeit von 96 Sekunden. Ihr habt wieder die Möglichkeit, einzeln abzuwerfen. Ja, also das sieht mir da ein bisschen soweit identisch aus. Dann kommen wir zur Flugabwehr und die ist wieder cool. Ja, wir haben hier Kurzstrecke 207 kontinuierlicher Schaden, Mittelstrecke 168, Langstrecke 133 und dann gibt es natürlich wieder Explosionen auf der Langstrecke bis hoch zu 6 Explosionen. Gibt's, die machen dann 1470 Alpha Damage. 5,8 Kilometer ist die maximale Flak-Reichweite, die ihr hier standardmäßig habt. Ne? Also ohne Kapitänskill und all so einen ganzen Kram. Dann gibt es die maximale Geschwindigkeit, 33 Knoten, ist ein halber Knoten schneller, 720 Meter Wendekreis, 10,7 Sekunden Ruderstellzeit, ist alles ein Ticken träger, also Geschwindigkeit ist 0,5 höher, aber der Rest ist träger, Wendekreis ist ein bisschen größer und auch die Ruderstellzeit ist 1,1 Sekunden langsamer. Oberfläche 12,4 im Verhältnis zu Edinburgh mit 11,7 und dann Lufterkennbarkeit 7,7, da sind wir 500 Meter weiter zu sehen als bei der Edinburgh. Wenn ihr im Nebel steht und schießt, geht ihr 7 Kilometer auf. Ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Dann haben wir Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam. Und dann kommt die erste Besonderheit oder die nächste Besonderheit bei den britischen Kreuzern. Wir haben jetzt dann ab T8 vermeintlich einen Superheal. Ja? Und zwar dauert 20 Sekunden, 876 Trefferpunkte werden hier pro Sekunde wiederhergestellt. Eine Ladung im Standardverbrauchsmaterial, zwei Ladungen im Premium mit Inspekteur, dann drei. Ich denke, ja, damit kann man was anfangen. Sollte man auf jeden Fall geskillt haben, denke ich mir jetzt einfach mal. Hydroakustische Suche, wieder die defensive Variante. 3 Kilometer Torps und Schiffe könnt ihr aufklären. Und dann habt ihr dann auch in Slot 4 den Aufklärer, der euch dann die Möglichkeit gibt, nochmal 20% weiter zu schießen als diese 15,7, die ich oben schon genannt habe. Also das sind dann ja über 3 Kilometer mehr, die ihr dann nochmal erreichen könnt. Und das macht das Schiff dann, ja,
ganz schön spannend, wie ich finde. Auf 8 Kilo, auf T8 kommt er dann 19 Kilometer wahrscheinlich roundabout. Das ist interessant, vor allen Dingen, weil ihr eben auch HE benutzen könnt. Ne? Das ist eine lustige Geschichte. So, und dann kommen wir zur Drake. Das wird der T9 schwere Kreuzer der britischen Marine werden. Wir haben hier 46.800 Trefferpunkte, auch 25 mm Panzerung, das heißt dieselbe Overmatch-Verhalten, 358 mm benötigt ihr mindestens, damit ihr da overmatchen könnt, also Schlachtschiffniveau, ne? Selbst die superschweren Kreuzer Alaska und Co., die können dann nicht einfach so overmatchen bei der Drake. Und wir haben damit mit den Trefferpunkten bei 46.800 haben wir knapp 2000 Trefferpunkte mehr als das, was unsere Neptune ja bekannterweise hat. Und dann geht es weiter schon mit der Hauptbatterie, 3 Türme, A3 Rohre, 234 mm. Ja, muss man doll aufpassen, weil man will ja 203 mm sagen, sind aber 234 mm. Schussweite 15,9 km, das ist 600 Meter weniger als das, was die Neptune kann. Dann haben wir einen HE-Schaden von 3350 und 21% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist sehr interessant. 881 Meter ist die Mündungsgeschwindigkeit bei AP sowie bei HE. Und die AP-Granate macht auch nochmal 1050 Punkte mehr Alpha-Damage. Wir haben ja sonst immer 4500 gehabt, jetzt sind es hier 5550. Nachladezeit 14 Sekunden. Die Turmdrehzeit ist geschickterweise sogar einen Ticken schneller geworden, nämlich 4,5 Sekunden schneller im Vergleich zum T8-Schiff. Wir sind hier bei 18 Sekunden, 143 Meter horizontale Streuung und Sigma von 2,05. Also 0,5 Sigma mehr. Stand jetzt Work in Progress. Dann gibt es wieder Torpedowerfer. Auf jeder Seite ein Werfer mit 4 Rohren, 16.767 Alpha-Damage, Reichweite 10 Kilometer, 62 Knoten schnell. Da schiele ich mal schnell rüber, ich habe mir hier die Bilder nebeneinander aufgemacht. Reichweite und Geschwindigkeit ist auf jeden Fall gleich, die Neptune hat aber 2 Torpedowerfer mehr, also jede Seite einen mehr. Ne? Das ist schon mal interessant, wir haben auch hier wieder Einzelabwurf, das zieht sich durch die ganzen britischen Kreuzer so ein bisschen durch. Kommen wir zur Flugabwehr. 154, 235 und 116 kontinuierlicher Schaden erscheint mir erstmal sinnvoll und auf jeden Fall nicht zu schwach für einen Kreuzer. 5,8 Kilometer ist die Reichweite und wir können auf der Langstrecke dann nochmal 5 Explosionen rausschmeißen. Jede hat dann 1540 Alpha Damage. Auch da geht es 5,8 Kilometer weit, bis 3,5 bis 5,8. Genau in dem Bereich kommen die Explosionen, ja. Dann gibt es die maximale Geschwindigkeit, 33,3 Knoten. Das ist 0,2 Knoten geringer als das, was die Neptune bietet. 760 Meter Wendekreis, der ist 50 Meter größer. 11 Sekunden Ruderstellzeit, das ist 0,2 Sekunden langsamer, wenn man dazu sagen will. Würde man wahrscheinlich kaum merken. Ja, Oberflächenerkennbarkeit 12,2, Lufterkennbarkeit 8,1. Wenn ich das richtig sehe, ist die Lufterkennbarkeit sogar geringer als das, was die Neptune bietet. Und die Erkennbarkeit zur See mit 12,2 auch geringer als bei der Neptune. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Fehler ist. Müsste man mal sehen. Würde mich ein bisschen wundern, wenn schwerer Kreuzer weniger weit zu sehen ist. Aber wie gesagt, Work in Progress kann sich also auch da noch was ändern. Dann geht's weiter. Verbrauchsmaterialien, Schadensbegrenzungsteam in Slot 1, Reparaturmannschaft in Slot 2. 20 Sekunden ist die aktiv. 2% der Gesamttrefferpunkte werden wiederhergestellt, also super Heal, 936 Punkte pro Sekunde. Hydrakustische Suche, 3 Kilometer Reichweite Torps und Schiffe. Und dann gibt es den Aufklärer, der 20% wieder die Reichweite erhöht, also so wie bei dem anderen Schiff. Ne? Da sind wir dann auch schon ja, bei fast 1,6, sind wir bei 3,2 Kilometer mehr auf 16 raufgerechnet. Da sind wir dann auch schon bei über 19 Kilometer Reichweite vorübergehend. Und dann kommen wir zur Goliath, der T10 schwere Kreuzer der Royal Navy. Auch hier wieder typisch britisch markant, wie ich persönlich finde. Fangen wir direkt oben an. 58.600 Trefferpunkte mit 25 mm Plattierung. Ja, also da ist der Vorteil zur Minotaur relativ deutlich von den Trefferpunkten her. Das sind über 15.000 Trefferpunkte mehr. Solange bis zum T9 war das jetzt fast so ein Pendant, fast gleich. Jetzt unterscheidet sich doch sehr stark. Liegt natürlich auch an der Charakteristik des Schiffes. Bei der Minotaur können wir ja sehr schnell schießen, haben schnelle Turmdrehzeiten und haben eben auch Nebel, was die Schiffe jetzt ja hier zum Beispiel nicht haben. Also deswegen ist die Charakteristik dann doch relativ stark anders.
Wir haben hier Hauptbatterie, 4 Türme, A3 Rohre, also hinten und vorne jeweils 2 Türme mit jeweils 3 Rohren, 234 mm, 16,8 Kilometer können wir weit schießen, Standard bei der Mino sind 15,8, also da ist 1 Kilometer mehr. Dann haben wir den HE-Schaden bei 3350, Brandwahrscheinlichkeit 21% und auch da 881 Meter pro Sekunde. Ich scroll hier nebenbei nochmal hoch zu dem T9-Schiff, was wir hier eben hatten. Die Schadenswerte sind soweit gleich. Da ist quasi nur eine Turm dazugekommen. Ich vergleiche jetzt hier mal die Nachladezeit. Das waren bei der Drake noch 18 Sekunden. Hier sind es jetzt sogar nur 15 Sekunden, obwohl wir sogar noch einen Turm dazu haben. Turmdrehzeit 18 Sekunden, maximale Streuung 149 Meter, Sigma 2,05. Dann geht es weiter mit den Torpedowerfern. Wir haben an jeder Seite wieder einen Torpedowerfer, A4 Rohre. 16.767 Alpha Damage, 10 Kilometer Reichweite, 62 Knoten schnell. Das ist soweit identisch mit den leichten Kreuzern. 96 Sekunden Ladezeit. Ja, und dann auch wieder die Einzeloption für den Einzelabwurf der Torps. Und es geht weiter. Wir haben hier eine Sekundärbewaffnung. Das ist nämlich bei den anderen Schiffen jetzt nicht hervorgehoben worden. Hier ist es so, dass wir 113 mm Kanonen haben. 6 Türme, A2 Rohre, die dann hier sekundär mitwirken. Wir haben jetzt hier keine Reichweite mit angegeben. Naja, müssen wir mal schauen, wie sich das dann entwickelt. Aber auch hier, die Flugabwehr geht bis 5,8 Kilometer dann hoch. Kurz-, Mittel-, Langstrecke 231, 371 und 126 kontinuierlicher Schaden. In der Langstrecke gibt es noch 6 Salven, die dann nochmal pro Explosion 1610 Alpha-Damage machen, wenn man dann in die Explosion fliegt. Dann ist man relativ schnell Geschichte, denke ich mir mal. Der Schaden, der da anliegt, scheint mir auch recht vernünftig und recht ordentlich zu sein. Also gut, an der Minotaur wird sie jetzt sicherlich nicht direkt anknüpfen können, aber die Grundrichtung ist auf jeden Fall mal auch nicht schwach. Dann haben wir Geschwindigkeit 33 Knoten, dann haben wir 800 Meter Wendekreis, sehr viel träger als die Minotaur. Geschwindigkeit ist 0,5 Knoten, nur langsamer. 12,5 Sekunden Ruderstellzeit, da sind wir auch träger, circa 2 Sekunden. Oberflächenerkennbarkeit 14 Kilometer, die Mino ist dabei 11,5. Dann haben wir Lufterkennbarkeit 8,7, Erkennbarkeit zur Luft bei der Mino haben wir 8,5, also auch da ist die Mino ein Ticken besser. Im Nebel geht die Mino 5,4 auf, dieser Dampfer hier geht 9 Kilometer auf. Also auch mal so interessant dieser Vergleich. Dann haben wir Schadensbegrenzungsteam Slot 1, dann haben wir Slot 2, Superheal Reparaturmannschaft, 20 Sekunden lang werden 1172 Trefferpunkte pro Sekunde wiederhergestellt. 2 Ladungen im Premium-Verbrauchsmaterial verfügbar, mit Inspekteur dann 3. Und dann haben wir die Hydroakustik, 3 Kilometer Torp und Schiffserkennung. Und zu guter Letzt, gibt es keine, ja, das überrascht mich jetzt förmlich, kein Aufklärungsflugzeug. Ne? Also bleiben wir hier bei 16,8 Kilometer stehen. Da können wir nicht noch mit irgendeinem Verbrauchsmaterial aktuell zumindest die Reichweite irgendwie erhöhen. Ja, und das war's zu den britischen Kreuzern. Diesmal jetzt dann im T8 bis T10. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dass es euch ein paar Informationen gebracht hat. Wenn dem so ist, bitte ich euch sehr freundlich über einen Daumen nach oben. Würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Eine Weiterempfehlung. Vergesst die Glocke nicht, damit ihr in Zukunft immer auch weiterhin auf dem aktuellen Stand bleibt. Ich sage danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekreuz-Kanal. Ciao, ciao.